Ich denke, das ist eine Diagnostik, die sehr, sehr schnell durchzuführen ist. Es ist etwas Nicht-Invasives, das heißt, ich muss jetzt keinen Katheter machen oder die Datenaufnahme erfolgt schnell und die Sensitivität, das heißt also das Erkennen eines kranken Patienten, ist hochgenau. Wenn Sie sich vorstellen, dass ein Belastungs-EKG vielleicht nur eine Quote von 50% aller Kranken detektiert und die Kardiographie bei annähernd 90 oder sogar über 90% ist, ist das ein enormer Vorteil und ein enormer Fortschritt. Ich glaube, dass wir in Deutschland viel zu wenig die Patienten früh genug sehen. Und eine Vorsorgeuntersuchung, wenn sie effektiv ist und effizient ist, wenn sie eine gute Technik hat, ist enorm wichtig, dass die Patienten erst gar nicht krank werden. Das Problem bei Herzerkrankungen ist, dass sie häufig gar keine Symptome haben. Also sie wissen häufig gar nicht, dass sie herzkrank sind und nicht jeder Patient, sagen wir mal, tut uns den Gefallen und hat die klassischen Herzsymptome. Wenn Sie dann wissen, dass 20-30% in der Bevölkerung Herzprobleme haben, gerade im höheren Lebensalter, sich aber gar nicht darauf verlassen können, dass es Symptome gibt, brauchen Sie eine Technik, die schnell sein muss, die hochgenau sein muss und die, sagen wir mal, den potenziell Kranken oder Kranken vom Gesunden oder noch Gesunden trennen kann. Das ist, glaube ich, der Sinn einer schnellen Präventionsuntersuchung und das bietet uns die Kardiographie. Das ist eigentlich recht einfach. Der Patient kommt zu mir in die Praxis. Der muss aber auch gar nicht zum Kardiologen kommen. Der kann auch zum allgemeinen Mediziner kommen oder eigentlich zum Kollegen kommen. Füllt einige Fragen zu seiner Gesundheit aus, so ein Anamnesebogen, so ein Fragebogen, dass ich mir internistisch ein Bild machen kann. Wie geht es dem Patienten? Was hat er eigentlich? Dann gibt es die Evaluation der Risikofaktoren, also jeder Herzkranke oder potenziell Herzkranke hat zum Beispiel einen hohen Blutdruck oder ein Übergewicht oder das Cholesterin, also die Blutfette sind erhöht. Das sind alles Dinge, die ich wissen möchte als Kardiologe oder auch als Arzt. Sobald er das hat und ich mir ein Bild gemacht habe, ein kurzes Gespräch geführt habe, ein Anfangsgespräch geführt habe, geht er letztlich in einen Raum, macht seinen Oberkörper frei, bekommt 5 Elektroden, ganz wie vielleicht bei einem klassischen EKG, so ähnlich funktioniert das, sitzt dann ganz ruhig in einem Raum, ganz ungestört und es folgt dann etwa 4 Minuten eine Bildaufnahme oder eine Datenaufnahme. Nach 4 Minuten gibt es ein Signal, die Daten sind jetzt sozusagen genug vorhanden, das Ganze, dieser Datensatz wird weggeschickt, in der Zeit zieht sich der Patient wieder um. Ich würde mal schätzen, etwa 10 Minuten dauert das Ganze. Und dann gibt es einen Befund und den besprechen wir gemeinsam. Das heißt also, es ist jetzt nicht so, dass der Patient ein Blatt bekommt und nach Hause geht, sondern dieses Blatt integriere ich dann in das, was ich aus der Anamnese, aus der Vorgeschichte sehe und mache mir dann ein Bild, wie gefährdet ist dieser Patient und nehme als ganz wichtigen Baustein die Kardiographie dazu, die mir extrem hilft, sagen wir mal, auch bei den Grenzentscheidungen. Es gibt Patienten, das ist ganz klar und eindeutig, es gibt Patienten, das ist nicht ganz so klar und das ist für mich die Kardiographie ein großer Vorteil, mir deine Sicherheit zu geben, diagnostisch und auch therapeutisch, wie ich mit dem Patienten weitermache bzw. was ich ihm empfehle. Generell, hatte ich gesagt, ist es gar nicht so einfach mit den Symptomen. Aber wenn Sie zum Beispiel einen ziehenden Schmerz, also vom Herzen in den linken Arm, teilweise in den rechten Arm oder die Schulter haben, also nach hinten raus auch, ist das oder kann das ein Zeichen sein, dass die Herzdurchblutung nicht optimal ist. Das ist ein Punkt. Das, was viele Patienten gar nicht wissen, ist, wenn sie eine Luftnot verspüren unter körperlicher Belastung, sie gehen die Treppen rauf und sie merken, ich bekomme schlechter Luft oder kaum Luft, ist das auch ein Zeichen von Herzschwäche oder möglicher Herzschwäche. Ich setze das bei Patienten auch ein, die verschiedene Herzrisikofaktoren haben, also zum Beispiel Zuckerkrankheit oder Nierenkrankheit. Sie können das einsetzen oder ich setze es auch ein, empfehle es eigentlich auch bei diffusen Rückenschmerzen. Sie wissen gar nicht, der Rückenschmerz kann natürlich auch vom Herz kommen. Und wenn ich eine Technologie wie Kardiographie habe, die mir dann sehr klar sagt, dass es nicht vom Herzen kommt oder mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht vom Herzen kommt, kann ich mich ja fokussieren auf zum Beispiel den orthopädischen Bereich, also die Knochen, die mir zum Beispiel solche Schmerzen bereiten können.
Klassischerweise natürlich auch zum Check-up. Das bedeutet, Patienten, die gerne wissen möchten, wie steht es um mein Herz, ist die Kardiographie für mich inzwischen so die erste Anlaufstelle in der Diagnostik, zu entscheiden, ist alles gut, ist alles in Ordnung oder wir haben Hinweise auf eine Fehlfunktion und dieser Patient gehört dann weiter diagnostiziert. Ich hatte ja gesagt, ich mache relativ viel Diagnostik, relativ viel Kardiographie und in der Tat gibt es viele Geschichten, die einem so in den Kopf kommen. Eine tatsächlich, wo ein Patient selbst das Gefühl hatte, irgendwas stimmt nicht mit meinem Herzen, ich habe Probleme, ich kann das aber gar nicht so genau differenzieren, ging in die klassische Kardiologie, Belastungs-EKG, Ruhe-Ultraschalluntersuchung, ein Arztgespräch und laut dieser Diagnostik war alles in Ordnung. Das ließ ihn aber nicht los, er hat das Gefühl, es wird auch schlechter. Ging ins Internet, stieß auf die Kardiographie, kam hierher und zur Überraschung war es ein hochpathologischer Befund in der Kardiographie. Also genau ein Widerspruch zu der klassischen Diagnostik. Wir haben dann sehr schnell eine nicht-invasive MR-Tomographie, also eine Bildgebung gemacht, die sehr klar gezeigt hat, dass dieser Patient eine deutliche Durchblutungsstörung hatte. Daraufhin hat er sich sehr schnell in einer invasiven Kardiologie, also zum Herzkatheter vorgestellt, wurde behandelt, es wurden Stents gesetzt. Danach empfand er das als deutlich besser, kam nochmal hierher. Wir haben eine Kardiographie gemacht, die jetzt nicht mehr pathologisch war. Also obwohl der Patient Stents bekommen hat, zeigt jetzt die Kardiographie, alles ist in Ordnung. Also wir können sogar in diesem Fall sagen, wir können eine Verlaufsbeurteilung mit der Kardiographie machen. Das ist, glaube ich, ein sehr eindrückliches Beispiel an diesem Patienten, was die Kardiographie leisten kann in der normalen Diagnostik. Das ist in der Tat sehr erstaunlich, dass in der Presse zum Beispiel auch sehr stark die Onkologie, also die Tumoren im Vordergrund stehen. Wenn man sich aber mal die Todesstatistiken anguckt, dann sind es fast dreimal so viele Todesfälle bei Frauen durch Herzinfarkte oder durch Herz-Kreislauf-Erkrankungen, wie zum Beispiel durch Brustkrebs. Das ist gar nicht so bekannt in der Bevölkerung. Ein weiteres Problem ist, dass wir mit dem normalen Belastungs-EKG häufig die Patienten nicht identifizieren können. Wir bekommen nicht raus, wer krank ist. Das hat verschiedene technische Gründe. Und so gesehen ist es sehr wichtig, gerade dieses Kollektiv, also die Frauen des mittleren Lebensalters mit einer Technik zu versorgen, wo wir sehr genau sehen können, wie es dem Herzen geht und ob es dem Herzen gut geht. Und auch die Symptome zum Beispiel sind gerade bei Frauen, das hat mit den Hormonen zu tun, also bis zu den Wechseljahren haben wir deutlich weniger Erkrankungen beim weiblichen Geschlecht, aber wenn die Wechseljahre eintreten, bis 10 Jahre nach Beendigung, holen die Frauen auf. Das heißt, wir haben dann irgendwann identische Herzinfarktraten und wir haben eine Diagnostik, die aktuell nicht besonders gut ist. Also gerade dort liegt mir das auch sehr am Herzen, eine Diagnostik zu empfehlen, die sehr genau differenzieren kann, ob eine Frau des mittleren Lebensalters gefährdet ist für einen Herzinfarkt und eine Durchblutungsstörung oder nicht. Die Symptome, die Sie als Herzkranke haben, sind häufig diffus oder gar nicht vorhanden. Wenn wir manchmal in der Notaufnahme Patienten sehen, bei bis zu 30%, ist das Erstereignis ohne Symptome. Sie kommen in eine Notaufnahme und wir können durch moderne Tests, Bluttests sagen, Sie haben einen Herzinfarkt und der Patient kann das gar nicht glauben. Der hatte bisher gar keine Probleme. Von daher ist es ein Problem, dass wir uns nicht gut darauf verlassen können, welche Symptome der Patient hat. Das ist das eine. Und wir zum anderen aber keine gute Diagnostik haben, die genau da ansetzt und die Risikopatienten exakt filtriert. Und das ist, glaube ich, etwas, das muss man sich klar machen, wenn Sie ein Belastungs-EKG haben mit der Frage nach einer Durchblutungsstörung, dann ist es so, dass wir nur etwa die Hälfte, etwas mehr vielleicht, herausbekommen. Das heißt, bei vielen, die zu einem Belastungs-EKG gehen, bekommen wir die falsche Aussage. Wir kategorisieren, also wir
sagen den Patienten, du bist gesund, aber in Wirklichkeit ist schon eine Erkrankung vorhanden. Und da finde ich, ist die Kardiographie etwas, was uns extrem hilft bei Patienten mit nicht klarer Symptomatik, aber zum Beispiel Herzrisikofaktoren wie Zuckererkrankungen, wie Cholesterinerhöhungen, wie Bluthochdruck, genau zu sagen, du bist gefährdet oder du hast eine hohe Gefahr für eine Blutungsstörung und du bist nicht gefährdet. Das ist also ein ganz wichtiger Punkt, den die Kardiographie hier machen kann. Das ist in der Tat eine der ganz wichtigen Fragen, die natürlich auch der Patient hat. Ich selber empfehle den Patienten eine sogenannte nicht-invasive Bildgebung. Das bedeutet, es kann entweder eine MRT-Untersuchung sein, eine CT-Untersuchung sein, eine Echokardiographie-Untersuchung oder eine sogenannte Szintigraphie. Das sind so die wesentlichen Verfahren. Was machen diese Verfahren? Sie zeigen eigentlich, ob ein Patient eine Durchblutungsstörung hat. Und wenn er eine Durchblutungsstörung hat, geht die Empfehlung zu einem Herzkatheter. Wenn Sie sich vorstellen, Sie haben 10 Patienten mit dem Verdacht auf eine solche Durchblutungsstörung in der normalen Kardiologie und Sie machen bei allen 10 einen Herzkatheter, kommt raus, dass Sie bei 7 von 10 einen Herzkatheter umsonst gemacht haben und nur bei 3 Patienten tatsächlich eine relevante Durchblutungsstörung ist mit einer Verengung der Herzkranzader. Das bedeutet, wir können mit diesem nicht-invasiven Bildgebungsverfahren Herzkatheter verhindern und nur die Patienten einem Herzkatheter zuführen, der ist ja auch nicht ganz ungefährlich, die tatsächlich einen Herzkatheter benötigen. Ferner gibt es natürlich auch Durchblutungsstörungen, die können Sie mit dem Herzkatheter gar nicht sehen. Das sind sogenannte Kleinstgefäßveränderungen, Small Vessel Disease. Zum Beispiel eben gerade bei Frauen des mittleren Lebensalters, wo wir die Kleinstgefäßveränderungen haben und die auch tatsächlich wirklich Druck- und Engegefühl, Beschwerden haben, wie beim ganz normalen Herzpatienten auch. Aber sie machen einen Herzkatheter und sehen gar keine Verengung. Das können wir mit dem MR zum Beispiel sehr gut machen. Deswegen ist MRT also auch die Präferenz ohne Strahlung, also ohne Röntgenstrahlung, hocheffektiv in den Leitlinien eigentlich geführt als die Methode der Wahl. Aber wie gesagt, andere Verfahren können Ähnliches, nur nicht so umfassend letztlich wie die Herz-MR-Untersuchung. Wenn ich dort also rausbekomme im MR, ich habe eine Durchblutungsstörung, wäre die Empfehlung zum Herzkatheter, dann wird geguckt, in allermeisten Fällen stimmt diese Empfehlung auch. Das bedeutet, dann wird dem Patienten eine Röhre eingesetzt. Wenn man dann eine Verengung eines solchen Herzkranzgefäßes feststellt, dann würde man tatsächlich einen solchen Stent nehmen und diesen Stent in das Gefäß einsetzen. Das kann ganz unterschiedlich sein. Sie können sogenannte Vorderwandaderverengungen haben oder Hinterwandaderverengungen. Das ist ganz unterschiedlich. Nach einer solchen Stent-Implantation könnte man dann weiter mit dem MRT in Folgeuntersuchung immer wieder schauen, ist alles gut oder kommt es zu einer erneuten Durchblutungsstörung, zum Beispiel an einem anderen Gefäß. Auch das ist natürlich eine interessante Frage. Ich glaube, künstliche Intelligenz setzt sich häufig der Kritik aus, sie würde die Ärzte ersetzen. Und das kann nie der Fall sein. Sie brauchen immer eine Wichtung von klinischem Eindruck und einer Methode. Das ist eigentlich immer so. Die Kardiographie ist extrem leistungsstark. Das heißt, sie hilft uns sehr genau, diese Patienten zu identifizieren. Aber trotzdem gilt es natürlich immer noch, den Patienten zu sehen, seine Risikofaktoren einzuordnen. Künstliche Intelligenz wird an vielen Stellen der Medizin schon eingesetzt. Sei es in der Gewebediagnostik, sei es auch bei der Hautkrebsdiagnostik. Und es hilft einfach, Daten klarer zu formulieren, für die wir kein Gefühl haben. Wir sehen gewisse Datenmuster einfach nicht als Mensch. Dafür sind wir nicht ausgelegt. Und ein Computer kann diese Datenmuster erkennen und uns sehr genau auf Punkte hinweisen, die wir sonst gar nicht sehen würden. Das halte ich für einen sehr wichtigen Ansatz, dass wir mit einem nicht-invasiven Verfahren Patienten mit einer Erkrankung verfolgen können und auch feststellen können, wird etwas besser, wird etwas schlechter. Nicht, um dann wieder die gleiche riesige Diagnostik zu machen, wie mit zum Beispiel einem Herzkatheter und einem MRT, sondern mit einer einfachen, schnellen, nicht-invasiven Methode, wo wir mit künstlicher Intelligenz Tendenzen feststellen können. Und das halte ich für, wenn das gelingt, das ist ja gerade so in der Forschung und der Erprobung,
ein extrem wesentlicher Einsatz für diese Technologie. Denn wenn wir das können, dann können wir sehr kosteneffektiv, sehr schnell und sehr effizient einer möglichen Erkrankung zuvorkommen.